Mädchen, mein Slava ist so perfekt. So süß. So zart wie eine Blume. Mary, gib nicht so an. Nicht nur dein Slava ist perfekt, auch mein Jera. Er ist so fürsorglich, so rücksichtsvoll. Echt? Wahnsinn. Und Egor? Das ist kein Freund, das ist ein Traum. Er macht mir immer Komplimente, wie toll ich bin. Nicht wie dieser blöde Basketballer Timur. Mädels, würdet ihr aufhören, über eure Freunde zu reden? Daran bin ich nicht interessiert, okay? Mädels, hört auf, eure Beziehungen zu loben. Eure Jungs sind nicht anders als andere Jungs, versteht ihr? Wie meinst du das? Diana, wirklich? Du hast Unrecht. Wir haben die Besten. Mädchen, also wirklich, das höre ich schon, seit ihr sie das erste Mal getroffen habt. Oh, Mädels, diese Jungs sind nicht so perfekt. Seht euch Markus an. Ich habe das Gefühl, er gibt unsere Beziehung auf. Und jetzt schon. Wir sind am Anfang. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Markus ist, aber Jera und ich sind perfekt füreinander. Und ich bin glücklich, dass Slava mein Freund ist. Diana, hör auf, dich aufzuregen. Ich denke, Markus ist besser als Smile. Wir haben vor kurzem diesen verlassenen Zoo gefunden. Die Tiere dort brauchen dringend unsere Hilfe. Hilf uns, diese armen Kreaturen zu retten und ihnen einen gemütlichen Lebensraum zu bauen. Lade unser Spiel herunter und lass uns an die Arbeit gehen. Die Pandas, Elefanten und Löwen brauchen unsere Hilfe. Es sind wieder Markus, Lava, Smile, Timur. Mädels, lass uns an den Wettbewerb denken, okay? Oh, Maskottchen, es ist leicht für dich, über Wettbewerbe nachzudenken. Du hast keine Freundin, die dich aufgegeben hat. Mädels, könnt ihr mir einen Rat geben? Was soll ich denn tun? Diana, du regst dich umsonst auf. Du und Markus, ihr habt eine coole Liebesgeschichte. Ich habe mir auch ständig Sorgen gemacht, dass Slava mich verlassen würde. Umsonst. Das war's jetzt, Mädels. Eure Zeit, über Liebe zu reden, ist jetzt vorbei, okay? Wir müssen jetzt zum Training. Auf geht's. Mädchen, bitte versteht mich. Maskottchen, wir sind nicht taub. Diana, lass uns gehen. Nein, Mädels. Ich werde wahrscheinlich hier in der Umkleidekabine sitzen. Nein, Diana. Wir gehen alle zusammen. Oh, Mädels, ihr versteht mich nicht wirklich. Ich kann Markus sagen, dass unsere Beziehung bald vorbei sein wird. Wirklich? Diana, hör auf, dich aufzuregen. Das ist nicht gut. Mädchen, seid ihr dumm? Das ist doch offensichtlich. Er liebt mich gar nicht. Lehrer Mike, ich danke Ihnen für die heiße Schokolade. Sehr lecker. Leute, gern geschehen. Lehrer Mike verwöhnt heute alle. Vielen Dank, Lehrer Mike. Sie sind der Beste. Ja, Leute, der beste Lehrer ist für die besten Schüler da. Eis muss in die Kokosnusskekse. Lehrer Mike, Sie sind gleich fertig. Eis, die Kokosnuss brennt. Ich sehe das, okay, ich sehe das. Die Kokosnuss sollte oben sein, nicht unten, okay? Ich bin kein Koch. Ich bin nur ein Schaf. Schau mich nicht an. Okay, Mädels, setzt euch an den Tisch. Lasst uns etwas Luft schnappen, okay? Eis, lass uns die Kekse durch was anderes ersetzen, okay? Lisa, das ist deine Schuld. Du hast den Timer falsch eingestellt. Ja, und warum ist das mein Problem? Ich fasse es nicht an. Es ist trotzdem deine Schuld, okay? Lehrer Mike, nichts wird fertig sein. Gar nichts, okay? Auch keine Kekse und so. Lehrer Mike, Eis muss den Herd putzen. Es gibt nur Süßigkeiten zu essen. Nicht Eis, sondern du, Pizza, nimmst das und machst das sauber. Ja, heute du. Streitet euch nicht, okay? Heute ist ein Tag der guten Laune in der Schule. Also, wer will nochmal heiße Schokolade? Bestellt einfach, okay? Wir. Ja. Warum ist es hier so rauchig? Kommt es mir so vor oder riecht's verbrannt hier? Ich hoffe, es ist nur verbrannt. Sollten wir überhaupt hier reingehen ins Café? Ich hoffe, hier gibt es noch was zu essen. Ich habe nämlich totalen Hunger. Hey Leute, was wollt ihr? Der Lehrer gibt euch heute eine Belohnung. Lehrer Mike, also ich möchte Pizza, heiße Schokolade und Kokosnusskekse. Heiße Schokolade und Pizza wird's geben, aber... Keine Kokosnusskekse, ihr könnt euch bei Pizza bedanken. Und warum ist das mein Problem? Wie gesagt, du hast den Timer falsch eingestellt. Ich? Ja. Wow, warum ist Lehrer Mike eigentlich so freundlich? Wahrscheinlich hat er eine Auszeichnung bekommen. Ja, das ist mir egal. Die Hauptsache ist, dass Lehrer Mike alle Schüler gleich behandelt. Blondie, los geht's. Lehrer Mike, sind Sie gut gelaunt? Ja, natürlich, ich bin richtig gut gelaunt. Wollt ihr noch mehr heiße Schokolade oder sowas? Nein, Lehrer Mike, wir haben eine Frage. Wir möchten nur wissen, was Sie davon halten, dass die Freunde der Rebellen ständig in die Schule kommen. Fremde Freunde, nicht von unserer Schule. Und die Rebellen verhalten sich ganz und gar nicht rebellisch. Also ich persönlich mag das auch nicht. Also Lehrer Mike? Aber ich kann auch nicht alle von der Schule werfen und vielleicht kommen ja eure Freunde auch später zu euch. Danke Lehrer Mike, aber es wird niemand zu uns kommen. Wir haben keine Freunde, weder an dieser Schule noch an einer anderen. Und die Rebellen sind an allem schuld. Es ist, als ob alle Jungs von den rebellischen Mädchen besessen sind. Moment mal, Frösche, nicht alle. Ja, Dima? Ja? Kostja? Die Rebellen sind mir total egal. Lehrer Mike? Erklären Sie Eis, dass er das mit den Kokosnusskeksen war. Du warst das. Du hast den Timer falsch eingestellt, okay? Sehen Sie, Lehrer Mike, er schiebt alles auf mich. Leute, beruhigt euch. Lasst uns einfach auf die Kekse verzichten. Eis, wie lange dauert es noch mit der Pizza und sowas? 3 Minuten. Die erste wird gleich fertig sein, Leute. Mädels, das Training ist total langsam. Ihr trainiert nicht so wie sonst. Schau, Maskottchen. Ich verstehe dich nicht. Warum bist du immer so verärgert? Wir sind doch gekommen, um mit den Mädchen zu üben. Diana, du hast dich wieder einmal selbst übertroffen. Nein, du wirst sehen, unsere neuen Freunde werden kommen und alles wird gut. Naja, wisst ihr, das Training ist vorbei und
Unsere Freunde sind immer noch nicht da. Hört zu, Mädels. Was ist, wenn eure Freunde euch auch aufgeben? Ha? Wie meinst du das? So wie ich es sage. Wie auch immer, Mädels, lass uns einen Deal machen. Wir werden jetzt ein normales Training haben, denn was heute passiert, ist kein Training, okay? Und macht euch keine Sorgen um eure Freunde die ganze Zeit. Oh, Rebellen! Jana, du bist echt cool heute. Mary, wie geht's dir? Knupper, du bist wunderschön. Seht ihr, Mädels, sogar Smile hat mir ein Kompliment gemacht. Ich habe schon lange keine Komplimente mehr von Markus gehört. Mädels, die Basketballspieler sind gekommen. Wir müssen gehen jetzt. Auf Wiedersehen, Basketballer. Auf Wiedersehen. Bis dann, Mädels, auf Wiedersehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr an unserem Training teilnehmen. Wir haben schon lange nicht mehr mit Cheerleadern trainiert. Ich glaube, das heißt wohl nein. Kommt, Leute, lasst uns jetzt trainieren, okay? Leute, warum solltet ihr auf diese Schule kommen? Ihr seid doch schon auf der Universität. Lehrer Mike, diese Schule gefällt uns sehr. Es ist so cool hier und es macht richtig Spaß und alles. Und ich würde zum Basketball gehen. Basketball mag ich sehr. Ich würde zum Baseball gehen. Und ich würde ein Footballer werden. Ich würde so eine Rüstung anziehen. Leute, wartet mal. Es ist schwer, auf unsere Schule zu kommen. Und ihr habt keine Chance, okay? Wie meinen Sie das? Lehrer Mike, wir werden alles tun, was Sie sagen. Jungs! Leute, eure Mädchen sind da. Ich habe keine Zeit mehr, okay? Scherer! Warum bist du nicht zum Training gekommen? Wir haben mit Lehrer Mike gesprochen. Wir wollen ja auch auf eure Schule gehen. Markus, wie läuft's? Jana, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe ein Gespräch mit Lehrer Mike. Wir reden später. Igor, was hat denn Lehrer Mike zu euch gesagt? Dass wir keine Chance haben. Slava, das Wichtigste ist, dass du alle Tests bestehst. Dann wirst du aufgenommen. Ja, Mary, das ist ja gerade das Problem. Geht mal aus dem Weg hier. Mädels, worauf wartet ihr noch? Lass uns die Uniformen anziehen und ab in die Schule. Bis dann. Tut alles, was ihr könnt, um in die Schule zu kommen. Mädels, ich sehe euch nicht. Willkommen, Diana. Jungs, würden sich die Mädchen nicht freuen, wenn wir auf die Schule hier gehen? Doch, Knopper wird sich auf jeden Fall freuen, wenn ich hier auf die Schule gehe. Nastja hat gesagt, sie würde alles tun, um hier zur Schule zu gehen. Okay, Leute, dann gehen wir mal zu Lehrer Mike. Frösche, habt ihr eine Minute? Wir sind beschäftigt. Tschüss, Ryan. Niemand mag mich an dieser Schule. Alle sind so böse hier. Oh, Ryan. Du hier? Ryan, wir haben die ganze Schule nach dir abgesucht. Wir haben einen Artikel zu schreiben. Hast du das Material? Mädchen, welchen Artikel meint ihr? Es gibt keinen Artikel und auch kein Material, okay? Ich verstehe das nicht. Ryan, was hast du gesagt? Nein, Layla, du hast es gehört. Ryan, was hast du vor? Hä? Was ich denke, versteht ihr überhaupt nicht. Alle sind hier richtig böse in der Schule. Oh, Ryan, wie verletzlich du bist. Aber mach dir keine Sorgen. Die Hauptsache ist, dass der Artikel veröffentlicht wird. Ryan, lass uns die Materialien holen. Ist das klar? Verstehst du? Ja? Nein, ich bin fertig. Ich habe mich entschieden. Ich gehe auf eine andere Schule. Ryan, wir lassen dich hier nicht gehen. Ist das klar? Was hast du gedacht, Ryan? Ratten wird man nicht so leicht los. Deshalb bleibst du bis zum Ende bei uns. Nein! Doch! Mädels, das war's. Ich glaube, ihr habt es selbst gesehen. Diana, was haben wir gesehen? Habt ihr das nicht selbst bemerkt? Ich ging zu Markus, umarmte ihn und wisst ihr, was er sagte? Diana, wir reden später weiter. Ist das nicht ignorant von ihm? Diana, die Jungs waren sehr beschäftigt. Sie haben doch mit Lehrer Mike gesprochen. Ja, sie haben gesagt, dass sie auf unsere Schule gehen wollen. Diana, an deiner Stelle würde ich mir überhaupt nicht so viele Sorgen machen. Wie bitte? Mädels, mach dir keine Sorgen, hä? Wie kann man sich keine Sorgen machen? Ich bin mir nur sicher, dass Markus sich nicht für mich interessiert. Aber ich verstehe nicht, warum. Ach, scheiße, Diana. Du bildest dir das ein. Hallo, Rebellen. Es liegt nicht mehr an euch, Footballer. Was wollt ihr? Wir sind beschäftigt. Diana, wir sind gekommen, um euch zu einer kleinen Party einzuladen. Wie klein? Dima und ich haben etwas zu feiern. 6 Monate perfekte Beziehung. Und Kostja und ich sind 3 Monate zusammen. 3. Ich freue mich sehr für euch, aber ich weiß nicht, ob wir kommen können. Wow, Grünschopf und Dima seit 6 Monaten zusammen. Das ist ja mehr, als ich mit Max zusammen war und mehr als mit Slava. Ich bin schockiert. Hör mal, Knopper. Also, ich würde gern zur Party gehen. Es ist unwahrscheinlich, dass Diana zustimmt. Na also, kommt ihr? Wir werden zusammen eine Party machen, einen Tag zum Feiern, okay? Wir haben eine coole Torte mit der Nummer 6 bestellt. Ja, Diana, wirklich. Nimm deine Freunde und komm zu unserer Party, okay? Diana. Ach, nehmt die Freunde mit. Ich verspreche es nicht, aber vielleicht werden wir auch kommen. Wir werden kommen. Wir sehen uns auf der Party. Wir sehen uns dort. Mädchen, warum steht ihr herum? Kommen wir zurück zu meiner Frage. Was soll ich tun? Ha? Was soll ich tun? Diana, entspann dich.
Schau dir Dima und Grünschopf mal an. Ja, sie haben eine 6-monatige Beziehung und scheren sich nicht um die Aufmerksamkeit. Diana, vergiss es. Und außerdem werden unsere Freunde bald unsere Schule besuchen. Mach dir nichts draus. Entspann dich. Es wird schon alles klappen. Nein, Mädels, das Problem ist real. Ich weiß sogar, welches es ist. Ich bin unsichtbar geworden. Schummrig. Oh, ich verstehe dich, Diana. Die Hauptsache ist, dass es nicht zu weit geht. Das weiß ich. Ich muss mich so verändern. Ich muss auffallen, damit die ganze Schule auf mich aufmerksam wird. Und dann wird Markus mich bestimmt bemerken. Diana! Mädchen, kann ich zu euch kommen? Maskottchen, wir sind beschäftigt. Maskottchen, ich zieh mich um. Okay, Mädels, verstanden. Dann sehen wir uns im Café. Wer räumt die Turnhalle auf? Derjenige, der den Ball zuerst fallen lässt. Und seid ihr bereit dafür? Bereit. Okay, 1, 2, 3. Kollege, du weißt, was zu tun ist. Das ist nicht fair. Ihr wusstet genau, dass ich da am schlechtesten drinnen bin, okay? Komm rein, Bros. Gigi, warum tust du es nicht? Es ist notwendig, Bros. Notwendig. Gigi, ich bin schüchtern. Nein, Patrick. Hier gibt es kein Schüchtern. Basketballer, wir sind hier. Oh, was macht ihr denn hier? Wollt ihr Timo helfen, die Turnhalle zu putzen oder so? Kollege, heute ist ein Glückstag. Ja, total viel Glück. Nein, Basketballer. Wir haben eine Bitte. Basketballspieler, macht bitte aus unseren Freunden echte Jungs. Gigi, ich bin doch schon ein Junge. Juli, das werde ich dir nicht verzeihen. Bros, du wirst dich bei mir bedanken. Aus den beiden echte Jungs machen? Ganz einfach. Sie sollen hier zuerst Timo helfen und dann morgen zum Training kommen. So sieht's aus. Timo, du hast Glück, du bekommst Hilfe. Geht. Was sollen wir tun? Okay, Leute, wischt die Umkleidekabine, okay? Und saugt auch. Macht es perfekt. In Ordnung, Julie. Unsere Jungs sind in guten Händen. Ich kann es kaum erwarten, dass Bros endlich stärker wird. Los geht's. Diana, hallo. Hallo, Romeo. Diana. Du siehst so toll aus. Komm schon. Siehst du das nicht? Romeo ist heiß. Romeo, beruhige dich. Übrigens, hast du Markus zufällig gesehen? Hab ich nicht. Na gut, wir sehen uns. Mach's gut, Romeo. Mädels, was glaubt ihr, wo unsere Freunde sind? Diana, ist das nicht ein bisschen viel? Nein, Mary, es ist nicht zu viel. Ich möchte, dass Markus mich bemerkt. Diana, die Hauptsache ist, dass Lehrer Mike nichts merkt. Knopper, darüber denke ich im Moment gar nicht nach. Wow, Diana, hast du dich für mich schick gemacht? Wartest du nach dem Training auf mich? Weil, ich glaube, die Rebellen bekommen unsere Aufmerksamkeit. Basketballer, ihr könnt vorbeigehen. Ich warte nicht auf euch. Diana? Was? Lass sie doch zusehen. Dima, schau nicht hin. Cooler Look. Diana, wir müssen darüber schreiben. Ryan, wo bist du? Das ist echt zu viel. Was ist denn hier los, Leute? Warum macht ihr denn hier so ein... Was? Diana, das ist Lehrer Mike. Mädels, genau so muss es sein. Komm, gehen wir. Die Rebellen werden solche Probleme bekommen. Ja, Lehrer Mike, Sie haben recht. Genau so muss es sein. Markus? Lehrer Mike, haben Sie nachgedacht? Werden Sie uns in der Schule aufnehmen? Einen Moment. Markus! Diana, er hat dich nicht einmal bemerkt. Nichts, Mädchen. Es wird auffallen. Diana, was ist hier los? Lehrer Mike, das ist viel zu viel. So ein provokativer Blick in der Schule. Das darf nicht sein. Lehrer Mike, es war notwendig. Markus, du bist ein Narr. Diana, ich bin noch nicht fertig. Komm zurück. Lehrer Mike, würden Sie uns also in der Schule aufnehmen? Eure Chancen sind gleich null. Oh Mann. Leute, ich bin einfach schockiert. Markus scheint unsere Beziehung wirklich aufgegeben zu haben. Aber nichts da. Ich werde mich noch mehr abheben. Und ihr liked und abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen coolen Episoden. Wir sehen uns später und an alle auf Wiedersehen. Ciao.